Sehnsucht nach der Natur, die Freude an den Pflanzen, die nimmt in unserer technologischen Gesellschaft immer mehr zu. Ein paar Kräutchen auf dem Fenstersims oder Blumen im Balkonkistchen, die gelten alle längst nicht mehr als Bünzling, im Gegenteil. Auch die Städter haben es entdeckt, wie reizvoll es ist, ein Salathäutchen oder ein paar Peperoni oder Gurken bei sich auf der Terrasse zu wachsen. Darum sind wir heute in der Biogärtnerei Neubauer zu Erlen zu Gast. Von seltenen Kräutern über alte Gemüsesorten bis zu Grossmutters Blumengarten findet man hier alles, was das Gärtnerherz begehrt. Seit 25 Jahren zieht die Familie vom munzigen Samenkorn bis zum Setzling aus nach streng biologischen Regeln. Und darum lade ich euch jetzt ein auf eine Entdeckungsreise in eine ganz besondere Gartenphilosophie. hier innen wird geschafft. Genau. Guten Morgen, Herr Neubauer. Morgen, Herr Röschbacher. Guten Tag. Guten Morgen. Was passiert da gerade im Moment? Wir säen Basilikum aus, Genoveser. Und jetzt hat er da Löcher drin gemacht, zuerst mal. Genau. Mhm. Die Vertiefung braucht es, damit nachher die Samen ihre Feuchtigkeit und ihren Halt haben. Und jetzt kommt sozusagen die Samenmaschine. Genau, ja. Und der? Dann schiebe ich hier so auf die Seite schieben und dann könnt ihr hier durch das Schläuchchen in die Vertiefung. Okay, darf ich das? Ja. Ziehen. Also drücken tut man da. Drücken? Genau. Passiert nichts. Ja, sie sind eben schon runter. Aber sie sind ja auch bei den Nächsten. Ich muss es zudecken. Und was ist das? Das ist Vermiculite. Das ist eigentlich ein erhitzter, aufgeblasener Stein, der die Feuchtigkeit hebt, dass die Samen alle gleichmäßig feucht haben in der Keimphase. Und wie lange geht es, bis man etwas sieht? Das geht etwa 5-6 Tage. Mhm. Und jedes Samen sprießt? 95%, sonst bin ich nicht zufrieden. Gut. Und nach ein paar Tagen sieht man, ist das schon so etwas? Ja, sieht man so langsam so vorkommen? Und das Ziel ist eigentlich, bei jedem Loch gibt es 5 Sämli. Und 5, das sind dann 25, die man säet, und 20 Basilikum sollten da sein. Grossartig. Wie viele Sorten hat der Basilikum? 8. 8? 8 Sorten, ja. Mhm. Wir haben vom Thai-Basilikum, Zimt-Basilikum, Zitronen-Basilikum. Ja. Das kann man jetzt noch nicht verkaufen. So es geht, nicht, nein, es geht noch weiter. Länger. Ich habe das Gefühl, das ist schon die nächste Stufe hier. Das ist die nächste Stufe, ja. Die sind wie alt? Das ist jetzt etwa 4-wöchig. Und so wird es verkauft? So wird es verkauft. Mhm. Das ist optimal. Der Kunde kann die reinnehmen. Wir kontrollieren, ob die Bewurzelung gut ist. Er kann das im Topf lassen oder kann es auch noch teilen. Gibt es ein Basilikum-Geheimnis, damit es nicht verdorrt oder dass, wenn man von der Ferien zurückkommt, ja, immer noch also der etwas Basilikum parat ist? Der Name sagt es, der Königliche, oder? Basilika. Mhm. Und er ist in dem Sinn einer, der Aufmerksamkeit will. Und wichtig, da passiert öppe, dass die Leute einzelne Blätter ernten. Ja, das ist falsch. Das ist falsch. Man muss im Stiel abhauen. Man muss immer oben den Kopf nehmen, damit er neue Austrieb macht. Sonst schläft er ein und es geht nicht mehr. Damit habe ich auf sicher auch bis im Herbst Basilikum. So, jetzt gehe ich mich weiter noch ein bisschen umschauen. Ihr müsst auch noch fertig arbeiten. Es sind noch Haufen Samen rum. Bis später. Ja.
seid da ganz spezifisch am Suchen. Ich? Nein, ich weiß einfach nicht, was ich will. Und dann muss ich umschauen und schauen, was es hat. Und den Garten irgendwie zusammenstifeln. Seid ihr so am Komponieren von eurem Garten? Ja, also komponieren ja. Einfach. Ich will den Naturgarten, oder? Mhm. Und eben Sachen, die nicht in jedem Garten sind, oder? Und das findet man hier? Das findet man hier, ja. Klar, auf jeden Fall. Und geht es denn mehr um Nutzpflanzen, also um Sachen, die man ernten kann, oder um schöne Büsche und Bäume? Ja, nein. Biodiversität. Mhm. Finde ich, ist wichtig. Und wenn man es dann noch essen kann, ist es ganz gut, oder? Mhm. Und was habt ihr schon ausgelesen? Ja, dort das Kistchen. Ich weiß gar nicht, was alles drin hat. Ich laufe einfach um und packe da, was ich gerade gut finde. Ja. So, da hat es jetzt schon so. Beinwell. Was ist das? Das ist irgendwie eine Art Heilpflanze, aha, aber eben auch. Kann man einfach so einen Salat essen. Also ich schaue schon, dass ich ein bisschen Gemüse habe, oder? Grünstiel. Ja, das ist auch das klar. Das ist immer gut. Ja. Sieht auch schön aus. Immer gut. Und ich schaue dann eben auch noch, dass das Zeug dann versäumt, oder? Das heisst, ihr seid ein Gärtner mit Passion? Ja, ich probiere es. Also ich habe eben nicht so wirklich einen grünen Daumen. Mhm. Und wie lebt ihr? Ich voll ab dem Schuss. Mhm. Appenzeller Bauernhäuschen, dort, wo der befahrbare Nabelschnurweg aufhört. Und dort, wo die Füchse und Hasen irgendwie sich begegnen. Und wieso seid ihr gerade an so einem Ort? Ja, weil ich in der Natur bin. Mhm. Weil ich kein Auto und Tram und Flugzeuge und all das Zeugs, das hier hin und her beamt. Und ich will einfach meine Ruhe. Also meine Ruhe, ja. Rein jetzt von Pflanzen kann man nicht leben. Was ist denn euer Lebensinhalt sonst? Ja, ich tue für andere Leute Garten. Gärten bauen. Aha. Aber ich bin nicht ein Unternehmen, ich bin einfach so ein Mann-Typ. Also euch kann man engagieren und sagen, jetzt möchte ich gerne einen neuen Naturgarten und dann füllt ihr an. Ja, das kann man, aber ich verkaufe das eben nicht. Mhm. Ich mache das und dann kommt immer als erste Frage, und was kostet das? Und dann sage ich, ich weiß nicht, was es kostet. Wir müssen schauen, was wir alles haben. Und da kostet man sicher etwas. Mhm. Und wie viel musst denn du haben für deine Arbeit? Und dann sage ich, ich mache das, weil ich das gerne mache. Mhm. Und die Leute müssen selber wissen, was sie mir dafür geben wollen. Aha. Ja. Also ich gebe den Ball zurück. Das ist interessant. Und das funktioniert? Das funktioniert super. Also ihr arbeitet jetzt mal eine Woche, zwei in einem Garten und dann geben euch die Leute 500 Franken und ihr sagt Danke. Ja. Das ist eine andere Art von Handel, oder? Und das ist eine andere Art von Denken. Und kommt ihr so über die Runde? Ja. Bescheiden? Ja. Mhm. Man braucht ja nicht viel zum Leben. Also nein, ich muss natürlich um das vervollständigen, sage ich, bin IV-Rentner 50%. Mhm. Der hat keine Hand. Ja. Kann man mit dem mal richtig Gärtner oder sind die Leute, muss ich wieder ein bisschen aufstehen, sind die Leute auch skeptisch und sagen, ja, kann der das? Ja, der kann das schon, weil sie können ja überall schauen, wo ich schon etwas gemacht habe. Mhm. Und ich komme eigentlich so zu meinen Jobs, wenn man so sagen will. Ja. Ich mache keine Werbung und ich habe kein Inserat und gar nichts. So. Ich mache einfach das Zeug bei den Leuten. Das sind kleine Sachen, die man erleiden kann. Weil ich habe keine Maschine, keinen Bagger und nichts so, oder? Und dann laufen dort die Leute vorbei und dann sehen sie mir dort arbeiten. Und dann finden sie, oh, wow, das ist jetzt aber lässig und so. Wir hätten im Fall auch noch, oder? Könntest du nicht mal schauen. Und seit wann macht ihr das? Ja, etwa 10 Jahre. Aha. Ich will ja nicht am Morgen um 7 Uhr in den Stollen und so um 6 Uhr irgendwie auf der Kniescheibe heimkommen. Ich gehe dann einfach arbeiten. Und durch das, was ich nichts koste, bestimme ich, wenn ich arbeite und wenn ich wieder gehe. Mhm. Da gibt es nicht Leute, die sagen, oh, der kommt nicht voran und das ist mühsam. Ja, da wird grad das ist das, was ich am Anfang kläre. Ich sage einfach, ich bin nicht der Schnellste. Mhm. Ich will ja auch nicht der Schnellste sein. Das ist auch das Ziel des Lebens. Zufriedenheit.
Ja, einfach gemütlich über die Runde kommen. Und ich habe keinen Computer und ich habe kein Handy. Und einfach macht den ganzen Krempel nicht mit. Und ein paar Menschen haben, die Freude haben an eurer Arbeit. Ja, dann ist das gut, ja. Schön. Also, will ich helfen, einladen? Ja, das ist kein Problem. Nein, nein, ich kann das gut umtragen. Danke. Vielen Dank und viel Erfolg weiterhin. Ja, gleichfalls, danke, ja. Ja, wo kommt man das sehen? Am Fernsehen. Genau. Da habe ich eben auch nicht im Fernsehen. Das Paar erklärt dem Kurt gerade, wie ihr Garten aussieht. Sie setzen Pflanzen direkt in die Steine von ihrem Kiesplatz. Die meisten wollen ja möglichst einen grünen Garten. Und die schwärmen jetzt für einen Kiesplatz. Was wächst denn dort? Auf einem Kiesplatz ist der bunte, gibt der bunteste Garten von allen. Ja, also es blüht einfach. Man setzt dann so gestaffelt setzen, dass am Frühling ganz früh mit Küchenschellen anfängt und dann immer etwas blüht. Jetzt sind gerade Glockenblümchen und da die pinkigen, das sieht fröhlich und farbig aus. Ja. Und dann kommen die späteren. Nachher kommen die wieder, die wir zurückgeschnitten haben und nochmal blüht. Und so blüht es bis tief Schnee. Also es tönt, wie wenn ihr eine Spezialistin wärt. Also es interessiert mich einfach. Mhm. Ich finde Blumenwiesen etwas verrückt Schönes. Und alle die Pflanzen, die haben keinen Platz mehr. Und jetzt gibt es Leute, die nehmen sie in die Gärten. Dann kann man ein bisschen Voraussetzungen schaffen, dass die wieder gut kommen. Es sind nicht bloß Pflanzen, sind auch, ich fotografiere viel fotografieren und ich fotografiere jetzt Insekten. Fotografieren. Und dann sehe ich, wie die Wildbienen kommen. Zuerst sind die vom Frühling gekommen, jetzt kommen die, die ja, im Juni etwa kommen. Alltag gibt es Neues. Und der Vorteil ist, man muss keinen Rasen mähen und auch nicht jäten. Ein bisschen jäten muss man mal, aber weniger. Und Rasenmähen tun wir nicht, weil wir keine Rasen haben. Wir haben Wiesen. Die Wege sind Wiesen. Die tue ich mit den Sägis mähen. Weil ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Wir haben noch von Hand gemäht früher. Und darum kann ich das noch recht gut. Und es ist viel schonender eben für die Insekten, die dann auf den Blumen sind. Durchs Schneiden können sie sich noch flüchten, wenn man mit den Trimmer, die Fädelmeier, mähen tut, dann schnetzelt es alles kaputt. Findet man schnell das Gleichgewicht unter den Pflanzen oder muss man das auch ein bisschen steuern? Ich habe ganz lange geplant. Ich habe über die Pflanzen gelesen, über das Verhalten. Die einen sind konkurrenzstark, die anderen sind konkurrenzschwach. Da muss man schauen, was man zusammensetzt. Dann habe ich eine Excel-Liste gemacht und habe geschaut, was blüht im April, was blüht im Juni, was blüht im August, dass es zusammenpasst in der Farbe. Also das ist sozusagen ein Beruf oder für euch? Nein, nein, das ist nicht so wild. Ich mache noch einen anderen Sauna. Was denn? Also wir haben noch Milchschafe und ich mache Käse und dann haben wir noch... Ah, der Käse hier noch? Ja, ich dann auch noch Käse. Seid ihr denn immer so in der Landwirtschaft engagiert gewesen, also als Familie? Nein. Ich bin einfach als Bauernsohn aufgewachsen. Mhm. Nachher habe ich in der Elektronik gearbeitet, weil da keine Existenz war auf dem kleinen Höfli. Aber jetzt bewirtschaften wir eben das kleine Höfli und machen den Naturgarten. Also die Rendite besteht in der Freude und weniger in... Ja. Ja. Ertrag, den man damit macht. Also einen Gemüsegarten haben wir, 400 Quadratmeter, wo man auch biologisch bewirtschaftet. Selbst ist der Ertrag. Oder? Da ist Freude. Jetzt also unser Garten braucht kein Spritzmittel, kein Dünger. Ja. Und die Schnecken? Die wissen das. Also, ich habe ja nie geglaubt, dass man Weinbergschnecken in einen Garten hinein tun kann, dann hat man weniger Rossschnecken. Aber es funktioniert offensichtlich. Ich meine, der Teil, wo sie sich schön vermehrt haben. Also, der hat Häuslischnecken sozusagen ausgesetzt. Ja, die grossen Weinbergschnecken, ja. Und die haben... Also, die hat mir Nachbarn geschenkt. Die haben die Blutschnecken vertrieben. Offenbar. Sie glaubt, sie fressen Teier, heisst es. Ich habe es nicht geglaubt, aber jetzt habe ich einfach nicht mehr so Schnecken. Also, viel Spass beim Auslesen noch. Danke vielmals. Danke. Thank you.
Der Kurt trägt dieser Frau nicht nur das Kistchen mit den Setzlingen, er darf sie auch heim begleiten. Sie haben ein schneckenförmiges Hochbeet. Der Kurt ist gespannt, wie das aussieht. Und hier haben wir den Schneck, das Hochbeet. Ja. Frisch angelegt? Ja, vor 3 Wochen. Ehrlich? Ja. Und macht Spass? Ja, mega. Ist einfach schön. Wo kommt das her, ja, was wir hier frisch gekramt haben? Und dann noch ein kleines Plätzchen. Aha. So, tun wir das runter und dann rauf. Also, hier haben wir Knollensellerie. Ja. Da. Jetzt muss ich gleich schauen. Man muss ja beim Gärtnern immer zuerst Auslegeordnung machen. Genau. Der kommt wahrscheinlich hier zwischen die, ja. Das ist schon mal gut. Was ist das Prinzip von so einem Hochbeet? Also, ich kann angenehmer im Garten arbeiten. Also ohne, dass man muss, ja, auf die Knie gehen. Gross mit Schmerzen verbunden. Und ich kann so arbeiten. Ich habe alles im Überblick. Mhm. Ich denke, es ist eine gute Sache. Wir haben jetzt das erste Jahr. Und jetzt müssen wir schauen, wie er sich bewährt. Also das heisst, ihr seid gespannt, ob man irgendetwas ernten kann? Ja, ich glaube, es sieht schon so aus, dass man da irgendwann mal etwas Gutes kommt. Ja. Was bringt euch der Garten? Sehr viel. Also ich bin so ein Erdmensch. Es gibt Menschen, die das Wasser lieben. Es gibt Menschen, die gerne Berge haben. Mhm. Und ich bin jetzt einfach so ein Baum und ein Erdmensch. Ja. Habt ihr einen künstlerischen Beruf? Also ich bin sehr kreativ, sagen wir es mal so. Mhm. Also die ganze Familie. Weil meine Tochter malt noch. Ja. Und meine Mama macht Skulpturen. Und ich filze. Filzen? Ja. Was filzt ihr? Das, was ich jetzt hier anhabe. Das ist aus Filz? Ja, das ist gefilzt. Ist das etwas, das ihr schon lange macht? Seit 4 Jahren. Und wie seid ihr draufgekommen? Ich bin krank gewesen, ich habe lange. Ich bin in einem Burnout jetzt eigentlich noch. Ja. Und dass ich. Also ich finde eigentlich durch das den Ausweg aus dieser Krankheit. Mhm. Und das ist aber der Garten auch ein wichtiger, ja, Teil, oder? Ja. Wie belastend war das in dieser Zeit? Also, es war vor allem für meine Familie schlimm, weil ich bin auch in Münsterlingen in der Klinik, weil ich so Schmerzen hatte. Ja. Und man hat nicht gewusst, was ich habe. Eine Hausfrau hat ja kein Burnout, oder? Ja. Und für die Familie war das sehr belastend, weil ich auch nicht mehr managen konnte, weil ich nicht mehr da war. Also, die sind schwer unter Depressionen. Ja. Unterwegs gewesen. Ja. Und dann sagen alle, jetzt gibt er doch Mühe, es geht doch besser. Und es geht gar nicht. Ja, eigentlich Mühe hat niemand gesagt, dass ich mir muss geben. Aber sie haben mir alle geglaubt, aber sie haben nicht gewusst, wie das einordnen. Ich selber ja auch nicht. Ja. Und als ich dann wieder daheim war, habe ich ja etwas gebraucht, dass ich mich wieder kann selber rausholen. Mhm. Also natürlich mit der Familie zusammen. Mhm. Und das war das Filzen. Da musste ich mich nicht stark bewegen. Mhm. Und das Hochbeet hat mir meinem Mann gemacht, dass ich, also ich, jeder Arbeitsprozess, den ich ja gemacht habe, und gerade gegartet, war sehr schmerzhaft. Und darum hat er mir das jetzt gemacht, dass ich... Das ist ja toll, oder? Ja, das ist mega. Ich bin der Beste. Habt ihr das Gefühl, ihr seid jetzt über dem Berg? Ja. Ja, sehr. Und nicht zuletzt dank dem Garten und dank der Pflanzen. Ja. Ja, die geben mir sehr viel. Ich hoffe, die Pflanzen bringen euch Glück. Danke vielmals. Und wir haben wirklich einen tollen Einblick in etwas, das die wenigsten Leute kennen. Ein Hochbeet, das sich so wunderbar pflanzen lässt. Ich gehe mit dreckigen Hängen wieder ein Haus weiter. Gut. Und sage, das erdet auch mit dreckigen Hängen. Danke vielmals. Nicht vergessen, ein bisschen zu beschütten. Ja, das mache ich. All the birds and all the bees making honey and melodies for you. Wie bei euch den Gemüsegarten neu eingerichtet? Ja, genau. Und was habt ihr gern? Ja, so ein bisschen Höhlartiges. Also, ja. Sind wir da Kohlräbli,
bisschen Bürzau und jetzt noch ein Kabis. Wie kommt man eigentlich auf den Geschmack vom Gärtner? Ja, da muss man sich irgendwo ein bisschen im Blut haben. Mhm. Immer schon gehabt? Ja, ich habe gerne immer Gärtner. Ja, schon früher also als Bub schon Topfpflanzen und so einmal im Zimmer gehabt. Und so, ja. Freude an Pflanzen allgemein, ja. Und was macht ihr, wenn ihr nicht Gärtner wird? Dann bin ich also beruflich bin ich Vermessungstechniker. Mhm. Und dann habe ich noch nebenbei habe ich noch eine Kinesiologie-Praxis. Ah ja? Ja, aber ja. Kinesiologie hat ja viel mit Gespüren zu tun, oder? Richtig, ja. Wie lernt man das? Ja, das, eben, das ist auch wieder irgendwo also intuitiv, wo man das einfach in sich hinein hat. Die einen sind ein bisschen gespüriger, die anderen ein bisschen weniger. Grundsätzlich kann es ja jeder, aber ja, man muss halt vielleicht die Fähigkeit auch dann entdecken und weiterentwickeln. Ja. Wie sieht so eine Behandlung aus? Ja, wie soll ich das sagen? Also, man geht einmal auf den Klienten ein, kommt mit einem Problem, schaut einmal, um was es geht. Und dann kann man dann mit dem sogenannten Muskeltest herausfinden, was das Energiesystem von dem Klient braucht. Wie geht das Muskeltest? Soll ich es gerade mal ja, Ihnen zeigen? Ja, jetzt bin ich mich extrem wundern. Okay, gut. Also, man kann an für sich jeden Muskel testen, oder? Ja. Aber jetzt nehme ich mal Ihren Oberarm, Sie können den mal ausstrecken. Und jetzt denken Sie mal etwas Positives. Und dann drücke ich hier ab und dann merken Sie, Sie sind stark. Und jetzt denken Sie mal etwas Negatives, etwas, was nicht schön ist für Sie. Und dann drücke ich wieder und dann merken Sie, müssen Sie viel mehr drücken. Ja. Also Sie mögen den Arm schon gar nicht mehr heben. Und ich drücke nicht mehr wie vorher. Und so kann ich dann herausfinden, was stresst das Energiesystem von dem Klienten. Und wie sieht die Behandlung aus? Also jetzt hat er mal herausgefunden, ich habe ein Problem mit was auch immer. Ja, also es gibt jetzt auch da verschiedene Möglichkeiten. Ich gehe schon wieder weiter. Ich gehe auch energetisch vor, also dass ich dann mit Energieflüssen verschiedene also, Techniken... Also fahrt ihr eben oder? Kann sein, dass ich das so mache. Ja, eben, das ist immer individuell. Es gibt so viele verschiedene... extrem Rückenweh. Ja, dann kann ich jetzt zum Beispiel mal meine Hände auflegen, oder? Dann merken Sie vielleicht, dass irgendetwas passiert. Es wird schön warm. Spüren Sie jetzt auch etwas? Ja, ich spüre einfach, dass die Energie fließt. Ich merke jetzt auch, wie bei Ihnen der Rücken aufgeht, dass es weiter wird. Merken Sie das auch? Danke. Gern geschehen. Das ist ja wie ein riesiger Gegensatz zum Ingenieurwesen, wo man alles klar mit Zahlen belegt. Richtig, ja. Die Pflanzen und jetzt die Behandlung. Ja, richtig. Das ist eben schlussendlich der Ausgleich. Und das macht dem X, denke ich, gut. Ich bin auch froh, bin ich im Beruf. Also auch dort ist man ja wieder mit der Erde in dem Sinn, im weitesten Sinn verbunden. Verbunden, oder? Dass man sie ausmisst. Genau, ja. Genau. Schön. Also mir geht es jetzt wieder wunderbar. Schön. Und ich hoffe, den Pflanzen auch. Und vielen Dank für eure Behandlung. Ja, gerne. Hat geholfen. Alles Gute. Alles Gute. Und viel Spass bei mir kaufen. Wiedersehen. So, bevor das jetzt wieder heimzutrötschgeln, besorge mir noch einen Kratten voll frische Erde. Denn wir wissen sie eigentlich alle. Natur ist ein Kreislauf. Und der funktioniert nur dann, wenn man ihn respektiert und auch lässt arbeiten. So wie die Millionen von Viechli, die da drin dafür sorgen, dass aus sogenanntem Abfall wieder etwas Neues entsteht. Und genau das ist es wahrscheinlich, was Menschen rund um Pflanzen wieder zu sich selber finden. Darum, mehr solche Geschichten erzählen wir euch in der nächsten Sendung. Und bis dann sage ich euch, ciao zusammen, habt eine gute Zeit.